Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute eine super leckere Frühstücksidee mit nur drei Basiszutaten, und zwar Baked Oats. Der Haferflockenauflauf ist ganz einfach gemacht, so gut, probiert das Rezept unbedingt einmal aus. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Für die Baked Oats gebe ich meine drei Zutaten in den Mixer. Es ist wirklich ganz einfach gemacht. Die Zutaten wiege ich einfach mit einer Tasse ab, also eine Tasse Haferflocken. Die gebe ich in den Mixer. Dazu kommt eine Tasse pflanzliche Milch. Ich verwende Erbsentrink. Erbsentrink ist wie Sojamilch, einfach aus der Erbse, und hat viel weniger Kohlenhydrate und mehr Proteine als reguläre Pflanzenmilch, wie zum Beispiel Reismilch oder Hafermilch. Die pflanzliche Milch gebe ich dazu. Und dazu kommt noch eine Banane. Das zerkleinere ich jetzt. So ist das Ganze fertig zerkleinert und ich gebe die Masse in eine kleine Auflaufform. Ihr könnt da einfach ein kleines Backblech nehmen oder ich habe hier meine Edelstahl-Bento-Box. Die verwende ich auch gerne zum Backen. Den Teig gieße ich in die Form. Die Baked Oats garniere ich noch gerne mit gefrorenen Beeren. Ich nehme Heidelbeeren, Himbeeren und zuckerfreie Schokoladendrops gebe ich noch oben drauf. So backe ich meine Baked Oats im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene für ca. 20 bis 25 Minuten. Während die Baked Oats im Backofen sind, könnt ihr schon den ersten Kaffee genießen und euch für den Tag fertig machen. Ein super leckeres und gesundes Frühstück. Ihr könnt das Rezept nach eurem Geschmack anpassen. Es schmeckt immer wunderbar und ist eine tolle Abwechslung am Frühstückstisch. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen habe ich euch verlinkt unten in der Infobox. Probiert es unbedingt aus. Schickt mir eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Fluri auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe und teile die regelmäßig in meiner Instagram-Story. Damit ihr kein neues Video verpasst, abonniert unbedingt meinen Kanal, drückt die Glocke und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.